Los Santos, die Stadt von GTA 5, beherrscht von Politikern, Polizisten, Militär und kriminellen Organisationen. Wer führt diese Stadt? Wer besitzt die meiste Macht? Diese Frage stellen wir uns tagtäglich in der Stadt von Los Santos. Doch heute will sich ein Mann beweisen. Ein Mann mächtiger als sie alle zusammen. Ein Mann mit mehr Macht, als man sich vorstellen kann. Dieser Mensch kann ganz GTA 5 zerstören oder GTA 5 in die richtige Richtung lenken. Seine Aufgabe heute, GTA 5 übernehmen. Sein Name? Duanga! Oh, da war die Klingel, klingelt. Oh. Hallo? Hallo, ey, Duan. Ja, was ist los, Lustig? Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, die haben mich einfach verhaftet und sagen, wegen YouTuber, ich habe ein bisschen zu viel Steuer hinterzogen. Ich wollte nicht Prozente abdrücken und jetzt sitze ich im Knast. Was ist denn hier passiert? Wie, du bist im Knast? Bist du nicht im Urlaub? Ja, ich bin gekommen. Ich wusste nichts und plötzlich steckte ich mich im Knast. Die wollten einfach mein Geld. Ich so, nervt nicht. Oh, du bist also, ja, gut, komm vorbei. Ja, sag, der Anwalt kommt. Ja, wenn es klappt, die lassen mich hier gar nichts machen. Ich habe eine Anwaltslizenz, ich darf kommen. Also, ich will ja nichts sagen, aber die haben irgendwie... Weil ich YouTuber bin und irgendwelche neue Regelungen und die haben gesagt, das ist schwerer bestraft als Mord. Ja, das kann nicht sein. Ich komm vorbei, mach dir keine Sorgen, ich komm jetzt zu dir, ja? Danke, bis gleich. Tschüss. Steuersolden, YouTuber? Hä? Warte mal, wieso klicke ich Max und Armin nicht erleist? Oh, Leute, vielleicht hat das irgendeinen Zusammenhang, aber kein Problem. Twan ist schon am Start. Ich guck mal, ob ich es erklären kann, Leute, ja? Easy peasy, machen wir ganz einfach. So, Leute, ich würde sagen, wir fallen lieber zu Lustig und holen ihn raus aus dem Knast. Ja! Bis gleich, Leute! So, Leute, da hinten ist der Knast. So, wir fallen mal hier ganz alleine. Zum Glück habe ich den OP-Tool, Leute. Ich sag, es hat zu lange gedauert. Ja, ist mir egal, ob ich jemand da ist oder nichts. So, ich kann mir den Generalschlüssel, Leute. Ja! Der Gefängnispräsident zuldet mir noch ein paar Sachen, deswegen habe ich mir direkt den Generalschlüssel mal holen lassen. So, wir gehen mal ganz kurz hier rein. So, oh ja, hier ist ja so, so. Was ist denn hier los? Was ist los mit euch? Hinsetzen! Lauf! Oh, warum hat er Angst? Die Höhlen zumal. Aber du willst nicht Höhlen, oder was? Okay, Leute, die wollen nicht Höhlen? Die wollen nicht Höhlen? Sofort alle weg hier! Alle machen sie auf Stark, aber sind zwack, Leute. So, wir gucken mal ganz kurz. Oh, so, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin der Anwalt von Herrn Lustig. Nee, der kriegt keinen Anwalt. Nee, der kriegt keinen Anwalt. Ja, YouTuber kriegen keine Anwälte mehr hier. Jetzt müssen sie leider wieder gehen. Lustig? Hey, hörst du, was er sagt? Was ist das über? Was hat YouTube... Da! Oh. So, ich bin der Anwalt. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Idee war. Ey, die lassen mich einfach nicht raus. Warum? Was hast du gemacht? Komplett. Ja, keine Ahnung, die wollten irgendwie 90% meines Geldes einsacken. Hä? Dürfen die gar nicht? Ja, hab ich auch gesagt. Höchstens ist doch so 50%. Ja, und dann habe ich mich gewehrt und plötzlich bin ich hier gelandet. Und ich habe auch kein Geld mehr. Also ich hätte vielleicht doch lieber das Geld direkt geben sollen, aber ich wollte es nicht einsehen. Nein, alles richtig, warte. Ja, wir gucken mal ganz kurz hier. Im Grundgesetzbuch von Los Santos... Änderung? Ah, gestern. YouTuber. Wissen sagt 90%. Der Präsident. Oh, Präsident hat die Gesetz gemacht. Ey, das ist ja Abzocke! Da wurde gestern ein Gesetz gemacht, dass 90% der Einnahmen abgedrückt werden. Das ist ein Supreme Court Gesetz, was nur vom Präsidenten ein- und wieder ausberufen werden kann. Ja, und deswegen sitze ich hier und ich bin aus dem Urlaub gekommen. Wo soll ich wissen, dass irgendwelche... Wer macht überhaupt so eine Regelung? Keine Ahnung, aber der, die gemacht hat, der ist nicht mehr am Leben. Ich habe mitbekommen, Präsident wurde gestern erschossen. Ja, okay. Und was jetzt? Komm raus. Und das... Du kannst mich doch nicht einfach hier rausholen, also ich... Wenn ich jetzt als YouTuber noch vom Gefängnis liege, wahrscheinlich kriege ich Todesstrafe. Nein, alles gut, komm, wir gehen jetzt hier mal ganz kurz raus, so. Ich bin ja kein Vollidiot, ich habe uns natürlich was, ne, vorbereitet. Was dann? So, alle mal hin! War einer festzunehmen, zu dir? Eigentlich nicht, ne. Der hat ab und zu mein Pausenbrot geklaut. Ah, Delta, okay! Dann komm mal her! Ja, fass nie wieder mein Blut an. Ja, merkt euch das, wenn YouTuber allein kommen, die gehören zu mir. Komm ihn raus. Aber das Ding ist, die Polizei wird mich jetzt jagen. Nein, alles gut. Oh nein. Ich denke wirklich, die können mich aufhalten, Lustig? Ja, aber die nerven halt komplett. So, komm, rücke das Auto stehen bleiben, sie sind umzingelt. Was ist los mit euch? Okay, wir wollen das so haben. Luftüberwachung, wir haben den Urus. Gebe Urus auf der Autobahn, fährt so. Richtung Los Santos rein in die City. Wir verlieren die Sicht, der ist zu schnell. Nein, ich bin doch hier.
kein Problem. So. Auf Wiedersehen. Ja, was machen wir jetzt? Was? Was machen wir jetzt? Ist der gerade der Reifen geplatzt? Ah, nee, von dem. Nee, meine nicht, von dem anderen. Aus dem Weg, also von mir die Reifen platzen würden. Ja, hat sich so angehört. Also, lustig, wir haben. Ich muss meinen Plan überlegen, weil das Gesetz kann ich nicht wegmachen. Das Problem ist, ihr könnt ja Polizei immer alle kaputt machen und denen sagen, ihr dürft nichts mit euch machen. Aber was macht ihr mal, wenn ich nicht da bin? Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Okay, ich muss mir einen Plan überlegen. Aber solange du bleibst in meinem Tempel, haben wir uns verstanden. Ja, also... Er ist platt. Also ich hätte vielleicht eine Idee. Wer hältst du denn? Hast du nicht irgendwelche Politiker in der Politik da, die du einfach sagen kannst, dass er aufhört? Hey, was ist mit dem los? Alter, der ist ja richtig reingefahren. Ob ich irgendwelche Politiker habe? Ja, natürlich, aber du niemand... Ja mit Das Problem ist, wir brauchen Präsidentkandidaten und... Nein, von denen ist leider keiner Präsidentkandidat. Also, das geht alles nicht. Keine Ahnung. Können wir das Buch nicht einfach kaputt machen? Oder einfach reingehen und löschen? Computer? Nein, das ist leider, das zu lösen ist unmöglich. Selbst für mich. Aber ich habe vielleicht eine Idee. Oh, ich habe eine sehr gute Idee sogar. Dadurch, dass der Präsident dieses Gesetz nur wegmachen kann, dann macht er es halt weg. Aber wer ist Präsident gerade? Ja, zurzeit keiner. Es sind ja bald wieder Wahlen. Und weißt du was? Bist du sicher? Aber es gibt immer, wenn ein Präsident stirbt, einen Co-Präsident, der dann für ihn so lange einsteht. Ja, aber der darf nicht die Befugnis als Celeste umzuschleimen. Ja, aber du musst vielleicht rausfinden, wer es ist. Ja, das kann man herausfinden. Aber wichtiger ist, wir brauchen einfach einen Präsidenten in unserer, der für uns handelt. Und weißt du, wer dieser Präsident sein wird? Nein. Ich natürlich! Oh, Tuan, ich weiß nicht, ob die Leute dich wählen. Oh, lass das mal meine Sorge sein. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ja! Los, ich fahre zum Tempel und dann werde ich Präsident und dann hol ich dich ab, wenn ich fett bin, ja? Okay. Alles klar, denk mal so zwei, drei Stunden. Leute, wir fahren jetzt los, ich gehe noch zum Tempel, wir sehen uns gleich wieder. Oh, heute wird Tuan Präsident so aussteigen. Aus dem Weg! Alles klar, ich bleib so lange hier. Ja, mach das. Tschüss. Ciao. Okay, Leute, jetzt müssen wir überlegen. Zusammen, wenn ich Präsident werden will, dann brauche ich viele Villa. Und wo fangen wir das an? Erstmal, wir müssen natürlich die Macht holen. Leute, die Business machen, müssen wir überzeugen. Und wen holen wir uns dann natürlich? Den zweitleisten Menschen in Los Santos. Natürlich nach mir. Leute, ihm gehören alle Firmen hier. Hä? Der Typ heißt Schnuckmann. Wieso nenne ich den immer? Weiß nicht, wie sein Name ausgesprochen wird. Deswegen, wir fahren zu dem und wir überzeugen ihn. Wir überzeugen ihn, weil ich glaube, er hat viel Geld. Und ich weiß nicht, was ich ihm geben kann, außer das lässt weiterzuleben. Ja! Erstmal fahren wir zu ihm, Leute, bis gleich. So, Leute, der wohnt hier. Oh, mal ganz kurz hier gucken. Hey, warum packen Sie da? Ich muss mit dem Herrn hier splashen. Nicht, heute ist kein Besuch empfangen. Mein Gott, wann lernen die Leute endlich mal, dass kein Besuch... Oh, Leute, ich bin ganz leckig. Warte mal ganz kurz hier sauber. So, Leute, wir gehen mal hier ganz kurz rüber. So, oh, ekelhaft. Hör auf zu lauchen! Hey, Mann, werde ich hier eingelassen? Ich hab einen Termin. No, Alter, Mann, geh weg hier. Oh. Mann, Alter. Bitte nicht mich. Ja, okay, dann nicht. Ist mir ein ganz... Egal, ganz lieber, Leute. So. Hey! Du! Weißer alter Sack! Wer sind Sie hier? Mein Name ist Tuan. Können wir herzlich beglückwünschen, dass ich der leiste Mensch hier los hatte. Bin und Sie nutzt Platz 2. Also, ich weiß nicht, was Sie von mir hier gerade wollen. Ich habe Ihren Namen schon mal gehört, aber gesehen habe ich Sie noch nie, ne? Ja, passen Sie auf, der mich jetzt kennengelernt. So, und ich habe mir gedacht, was machen die zwei leisten Menschen der Welt? Am besten ist, wenn sie sich zusammentun. Ja, also, ich bin nur dabei, wenn es um Geld geht, ne? Also, passen Sie auf. Wie Sie mitbekommen haben, der Präsident ist nicht mehr da. Ja, ich habe das mitbekommen. Und ich weiß, Sie hatten gute Kontakte zu ihm. Sie blocken mich nicht an zu lügen. Ja, das stimmt. Ja, und die anderen Geschäfte könnte man als Insider-Trading handeln. Aber lassen wir das mal ganz kurz beiseite. Und zwar gibt es einen neuen Kandidaten, den Sie unterstützen sollten. Warum das denn? Weil der dafür sorgt, dass wir Geschäftsinhaber hier ein besseres Leben haben. Also ich sage so, Mann, mir geht's auch so gerade gut, ja? Ja, Ihnen geht's gut, aber Ihnen könnte es besser gehen. Und gucken Sie mal, erst haben die angefangen mit YouTubern. Warum nicht bald uns? Warum machen die uns leisten, dann auch die Steuern auf 90%? Also, ich weiß nicht, was du hast, aber ich profitiere von dem Business. Aber ein ziemlich wildes Westen wird jetzt hier herrschen. Vielleicht sind sie auch da nicht mehr sicher ohne einen guten Präsidenten. Alles ist gut. Also, die 90% Steuern für die YouTuber werden in meine Firmen reingepumpt. Ja, aber was, wenn das aufhört? Ja, dann, das wäre nicht gut. Dann hätten wir vielleicht lieber einen Präsidenten, der das wieder sichern kann. Ja, ich sag's jetzt so. Also, ich sage Ihnen kurz und knapp: Wählen Sie mich und Sie sind sicher. Wählen Sie mich nicht. Oh, das wird kein schönes Leben mehr. Ich werde Sie nicht wählen.
Ja, ich habe Ihnen meine Nummer in Ihren Handylein gehackt, dass Sie Bescheid wissen, und der Tuan der Allerbeste. Alles in Ordnung, ich werde Sie nicht wählen. Ja, das glauben Sie. Machen Sie es gut, ich weiß selber, wie ich rauskomme. Was haben Sie mit meinen Leuten gemacht? Ja, bitte schlagt mich nicht auch. Lass mal auf. Ah! Die waren frech zu mir. Sie denken, Sie können hier einfach reinlaufen und meine Männer umhauen? Nein, ich hab nicht gedacht. Gehen Sie weg. Sie werden niemals Präsident sein. Leute, der wird lernen, warum der lieber Mick wählen sollte. Passen Sie auf sich auf! Leute, kein Problem. Ich mach ganz kurz ein, zwei Vorbereitungen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Leute, die Vorbereitungen sind fertig. Ich klingel mal ganz kurz hier. So. Ey, du, alter Sack! Was ist los, Mann? Ich hab mitbekommen. Auf Sie soll heute ein Anschlag passieren, ich wollte Sie nur warnen! Hier passiert kein Anschlag, meine Security haben alles im Griff. Oh, da hat ich Dunkles gehabt. Uiuiuiuiuiuiui. Sie werden auch sehen. Ich war das doch nicht. Ach Gottes Willen, aber. Das waren Sie. Ich kann dafür sorgen, dass das aufhört. Oder wollen Sie. Oder. Ich hab noch mitbekommen, Ihre Frau, die gerade Urlaub im Bola Bola macht. Da haben Leute Probleme mit. Lassen Sie Jacqueline durch. Ich hab nichts mit Jacqueline zu tun, aber wenn Sie wollen. Mein Anruf und Jacqueline ist in der nächsten halben Stunde mit dem Privatjet wieder hier. Sie sind ein Monster. Ich bin kein Monster. Ich werde Sie. Nein, nicht unter nur einer Sie. Bedingung. Warten Sie mal, bevor Sie den Bedingungen aufstellen. Nicht nur Sie wählen mich, ja? All Ihre Freunde, Ihre Mitarbeiter. Wir profitieren alle davon. Ja, der Einzige, der hier profitiert, bist du. Lass meine Business aber aus dem Spiel. Ich fass Beste eins. Solltest du mich wählen? Sorge dafür, dass dein Business gut geht. Na gut. Alles klar, war mir Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ich wünsche Ihnen was, ja? Warte mal. Du schuldest mir noch 5,4 Millionen für die Autos. Ich hab damit nichts zu tun. Wir hören uns. Leute. Damit haben wir schon einen großen Vorsprung gehabt für die Präsidentenwahl. Ich hab mich natürlich aufsehen lassen, Leute. Jetzt, wir brauchen das gemeine Volk, Leute. Das gemeine Volk. Und dafür habe ich eine Idee. Mal ganz kurz die Social Media von Max benutzen und von den anderen YouTubern. Natürlich, damit ihr mal Zugriff zu den... Warte mal, machen wir am besten so. So, das ist automatisch alle Instagram-Story und so. Hallo, mein Name ist Juan. Und wenn du auch Geld und viel Autos haben wollt, dann kommt jetzt alle zum Würfelpark. Let's go! So, rausgesickt, Leute. Wir müssen Würfelpark ein paar Sacken vorbereiten. Leute, sag mal ehrlich, diese Wahl. Ich werde dir sowas von gewinnen. So, Leute. Oh, da sind einige Menschen gekommen. Sehr schön, sehr schön. Aber Leute, es geht nicht darum, wie viele gekommen sind, sondern meine Message, die gleich sein wird. Und die wird sich komplett umleihen. Hallo, toll, dass ihr gekommen seid. Wartet mal ganz kurz. Leute, ich habe hier ein Mikrofon reingetan. Wundert euch nicht, warum so viele Autos hier stehen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Twan. Der ein oder andere kennt mich vielleicht als Mafia-Boss, als besten Freund von bekannten YouTubern oder einfach nur als netter Nachbar. Und zwar, wie ihr mitbekommen habt, der Präsident ist leider von uns gegangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir benötigen eine neue Füllung, ja, die uns Menschen von Los Santos, uns Bürger, weiterbringen kann. Und dafür sorgt, dass wir alle ein friedliches und schönes Leben haben. Damit stelle ich mich zur Wahl. Was habe ich denn für Vorteile? Ich kann mit Geld umgehen. Ich leite selber eine Mafia und weiß, wie man mit Leuten umzugehen hat. Und ich weiß, was der Autonormalverbraucher braucht. Deswegen habe ich all diese Autos gekauft. Und jeder, der wählt, nimmt an einem Losteil. Und wenn ihr glücklich seid, könnt ihr einen Bugatti, einen Lamborghini oder sogar einen M4 gewinnen. Juhu! Hören wir zu flagen? Ja, ey. Ja, bitte. Das ist ein Fake im Spiel. Was? Ich bin der reichste Mensch in Los Santos. Ja, danke, mein Kanne. Zeig doch mal, was du kannst. Was? Ja? Ich hab kein Wort verstanden. Nochmal! Schenk mir ein Auto! Du! Nein, du kriegst keins. Fake! Pass mal auf, ja? Du bist ein Faker! Ich werde dafür einsetzen, dass Steuern wieder runtergehen! Ja, das sagt jeder. Okay. Oh, Mann, Leute, ich hab eine Idee. Alles klar. Du willst ein Auto haben? Ja. Bist du von der Zeitung? Nein. Na gut, Leute, damit ihr weiß, ich mein Ernst. Jeder von euch hat ein Auto. Du fängst an. So, such dir eins aus. Oh mein Gott, da sind einfach die Schlüssel drin, Leute. So. Wow. Immer noch Fake. Ist es jetzt meins? Ja, ist deins. Die Papiere sind drin. Du musst deinen Namen nur einklagen. Auf Wiedersehen. So, Leute, das kriegt ihr alle. Alle dabei, jeder darf ein Auto holen. Eine Minute weiter wird gleich vorbeikommen. Und noch die lästigen Namen aufsleiben, damit jeder eins bekommt. Das Einzige, was ich euch bitte, macht Werbung für Twan. Wählt Twan! Wählt Twan! Ach, Leute. Ja, wirken Sie,
Was denn? Haben Sie genug Autos für alle? Ich hab doch gesagt, ein Mitarbeiter, slide die Namen auf und dann gehen wir Autos nochmal kaufen. Ja, okay. Und merkt euch das, ich will alle, dass ihr Tuan wählt. Und auch hier Leute in die Kommentare, lacht in die Kommentare. Ja, listig. Sei mal laut jetzt. Leute, und auch hier in die Kommentare, slide rein. Ich wähle Tuan. So, viel Spaß euch, meine Mitarbeiter, kommen zu kommen euch. So, Leute, und damit haben wir jetzt den Otto-Normalverbraucher auch den... Wir müssen mal ganz kurz zu den Gangs fahren und den klar machen. Wähle Tuan, weil auch die haben eine Weile, Leute. Bis gleich. So, Leute, und wegen zu mir gehen wir natürlich hin. Ja! Zu meinem Bolas. So, mal ganz kurz hier. Oh, die haben ein Auto schon geparkt. So. Hallo, Bola! Jo, Tuan, heute ist nicht Dingsbums, Schwarzgeld-Tag. Nein, heute nicht. Und zwar heute gebe ich euch ein Angebot. Wir haben die Schuhe bezahlt. Ein Jahr lang Schutzgeldfrei. Dafür wählt ihr mich als Präsidenten. Ich weiß es nicht. Wenn wir dich als Präsidenten nehmen, dann ist für uns vorbei. Nein, ich mag auch nichts. Vorbei. Zu Kriminalität. Das wird das Ende für die Bowlers. Pass mal auf, für die Kriminalität, ich werde nichts umändern. Na? Wenn ihr Scheiße baut und ihr wisst, werdet, kommt ihr in den Knast sein, wirklich, um dass ich mein Präsident bin oder irgendjemand anderes. Deswegen wählt lieber mich. Weil vielleicht der Neue will euch kaputt machen, um sein Image zu stärken. Und bei mir wisst ihr, dass ich das nicht brauche. Nein. Du willst noch nur mehr Macht und noch mehr Geld kassieren. Okay, guck, ich hab's lieb versucht, ja? Und jetzt wird er auf Tornad versuchen. Wählt mich. Nein. Geh nicht. Ah! Wählt Tuan! Habt ihr verstanden? Wählt Tuan! Tuan wird Präsident! Leute, ich mag das nur, damit meine besten Freunde keine Steuern abdrücken müssen und nicht immer Knast müssen. So! Mal ganz kurz hier die Ballers zeigen, warum man Tuan wählen sollte. Der erste läuft schon. So. Will noch irgendwer? Ah, da ist noch einer. Sehr gut, komm her! Bei Fuß! Nein, nein, nicht weglaufen. Was jetzt? So, da hinten liegt der doch. So, mein Freund, wie war das mit Tuan nicht wählen? Wählt ihr Tuan oder soll ich jeden Tag vorbeikommen? Ja. Ah, sehr gut. Perfekt, Leute! Seht ihr, und so haben wir auch die Stimmen von den Bullers bekommen. Aber dann sieht das eigentlich nicht weiter, ansonsten wird das Gleiche mit dem passieren. Ja. So, Leute, jetzt heißt es nur noch nicht weglaufen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz so, Leute. Ganz kurz mal ein Statement setzen. Leute, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir angerufen werden vom Parlament, weil die Wahlen sind in ein paar Stunden. Und dann bin ich mal gespannt. Ups! Wählt Tuan! Oh, Leute, ich habe immer einen Anruf bekommen. Die meinten bitte einmal zum Observatorium kommen. Die Wahlen wurden ausgezählt. Und jetzt wird mir wohl Bescheid gesagt, ob ich gewonnen habe oder ob ich nicht gewonnen habe. Oh, ist das nicht einer von meinen BMWs, die ich versenkt habe? Hallo? Ja, servus. Tuan, also, wie soll ich das sagen? Also, wir haben das Parlament hier, ich bin Junior Vizepräsident für die Government of the Galileo Observatory. Ja. Ja, und wir haben jetzt die Wahlen laufen lassen über die letzten Stunden. Ja. Und konnten ein Ergebnis feststellen, was keiner toppen könnte. Und das ist 99% für Sie. Ah, super! Hab ich doch gedacht! Ja, wissen Sie, manchmal ist das Konzept und die Nähe zu den Bürgern das beste Prinzip, um gewählt zu werden. Ja, so habe ich das gemacht. Ja, und danke fürs Auto. Ja, achso, ja, gut, kein Problem. Super! Ja, so, als erste Amtsmaßung als Präsident will ich die Steuern von YouTubern von 90 auf 20 untersetzen. Ja, das können Sie machen, ne? Müssen Sie nur ein Papier ausfüllen und abgeben. Ja, gut, okay, vielleicht mir vor, oder wer mein Sekretär ist. Du bist mein Sekretär ab sofort. Aber ich bin eigentlich höher als ein Sekretär. Ja, aber du bist mein privater Sekretär. Du kriegst im Monat $150,000 gezahlt. Komm her. Ich mach das. Sehr gut. Mach die Papiere bereit. Ich komm gleich rein. Oh, ich krieg Anruf. Hallo. Hallo. Servus, Tuan. Bist du Präsident? Der Präsident. Was ist los? Servus, alles Haus, ne? Und zwar müssen wir uns mal unterhalten, ne? Könntest du mal vorbeikommen? Hier beim, ich schick dir den Standort, ja? Okay. Ja, wie geht's dir ein, um dann Sachen zu klären? Komm schon mal bitte, ja? Okay, ich hab Zeit. Komm vorbei. Alles klar, tschüss. Der Präsident hat mich alte Sachtel genannt. Ich glaube, dem Typen muss ich mal wieder Respekt beibringen. So, dafür steigen wir kurz ein in den fliegenden Tunnel, Leute, weil ich so viel Zeit hab. Und wir fliegen los! Ja! Leute, ach, ist das hier mit dem fliegenden Tullus. Und da hinten soll das wohl sein, meine Freunde. Okay, ich würde sagen, ich gebe ein bisschen Kickdown, Leute. Wir sehen uns gleich, wenn ich ankomme. So, und Flugmodus deaktivieren und wir landen ganz normal. Ah! Oh, jetzt denken die, ich würde angreifen, oder was? Was wollt ihr? Kommt her! Hey, Leute, denken die wirklich, ich würde angreifen wollen, oder was? Ja! So. Oh, ist das hier ein Fleck in Dings? Was ist denn los bei euch? Mann, 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 Mann. Ah, Herr Präsident! Steigen Sie ein. Was haben Sie getan, Mensch? Oh, verdammt. Für den Präsidenten, für den Präsidenten. Ja, warten Sie. Check, check, das ist keine Entführung. Meine Güte.
So. Stoppen Sie das Feuer! Check, check! So, Herr Präsident! Ja, hör mal wir zu, unterhalten ja. uns. Pass mal auf! Du sag mir gar soll... nicht, was ich zuhören soll, okay? Du wirkst ein bisschen zu flessmerkig, Lade! Ja, hör mal! Wir sind Geschäftspartner, oder? Ja, und trotzdem stehst du unter mir. Ja, das kann doch nicht sein. So, zeig erst mal aus hier, du Smallsbull. Ja, aber beruhigen Sie sich jetzt mal, ne? Wir haben den Deal eingegangen, nicht damit Sie hier so sind. Und hör mal zu, ich bin den Deal eingegangen, damit du ein fluiges Leben hast und ich jeden Tag Los Santos kaputt machen muss. Hören Sie zu, der Mann, der hier alles auf dem Sauberen hält, bin trotzdem immer noch ich. Ja! 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 Okay, erzähl weiter. So, wenn ich nächstes Mal sage, dass Sie kommen sollen, dann bitte vernünftig. Hör mal zu, ich glaube, du hast wirklich was vergessen. Mein Freund. Duan, lassen Sie die Pistole fallen. Wenn ich will, übernehme ich diesen Start und der Start gehört dann mir. Du schaffst niemals, diesen Start zu leiten. Du bist, kannst nur kriminell sein. Aber in der Regierung, in der Politik muss man auch handhafte Sachen machen, ohne alles kriminell zu lösen. Warte mal, du schaffst das niemals. Und was ist, wenn ich die Legierung wechsle und ich alleiniger Herrscher werde? Ja, dann wird das hier eine Monarchie sein und du wirst den Staat in die Ruine treiben. Oder ich werde dafür sorgen, dass Lässt und Ordnung herrscht. Und alle Höhlen ja. und niemand mehr missbaut. Ja. Wer missbaut, kriegt Ärger mit Tuan. Rechts und Ordnung kann man nicht mit Kriminalität beherrschen. Was heißt denn mit Kriminalität? Eiserne Faust nenne ich das! Nein, es muss gesetzlich, Gesetze, Gesetze, Gesetze. Ja, und die Gesetze mag ich und werde ich auch ausführen. Exekutive, Judikative, ich übernehmen. Nein, das können Sie nicht machen. Willst du mal zusehen, wie ich das mache? Das ist eine Monarchie. Weißt du was? Eine gute Idee. Erst kümmere mich um die Polizei, dass die mir gehorchen. Dann gehst du zur FIB. Dann gehst du zum Militär. Und dann die ganze Welt gehört in Mehl. Hören Sie mal zu, ja? Sie können das echt abschminken. Entweder wir gehen jetzt so seinen alten Deal ein und alles ist wie beim alten, oder Sie werden den Staat in die Ruinen treiben. Vielleicht bleibe ich hier noch Ruinen. Sie aufgeschmissen. Weißt du was? Eigentlich wollte ich hier runterschmeißen, aber du kannst zugucken, wie ich den Staat übernehme. Stück für Stück. Ich hab deinen Nacken ausgelenkt. So, oh, ist wieder eingelenkt. Ich würde mal sagen, dann viel Glück beim Runterkommen! Ja! Oh Leute, Herausforderung wollte der Mick. Ich kann den Start nicht übernehmen. Ich block den. Mit wem redet der, meine Freunde? Ich glaube, der Typ blockt eine Erinnerung. Leute, genauso wie er mir den Plan gesagt hat, so wir werden losfühlen. Ab zur Polizei und dem Bescheid sagen, dass ich jetzt... Nein, ich bin nicht Präsident, Leute. Ich werde König von Los Santos! Let's go! Oh Leute, erstmal jetzt hier wieder landen und hier nochmal ganz kurz runter. Ich sag mal, der Fliegtunnel spart mir viel Zeit, weil kein Verkehr mehr da ist. Aber Leute, ich park mal lieber so, weil ich bin Twanik, darf so parken. Wir gehen uns mal ganz kurz mit den Cops unterhalten. Tut aber erstmal die Waffe weg, Leute. Erstmal, ich hoffe, die zecken, dass ich Bus bin. Hallo! Guten Tag. So, wir müssen miteinander reden, komm lieber. Keine Antwort. Verdammt, Mann. Komm, ab in irgendein Büro. Das ist ja, Büro. Hören Sie mal zu, was suchen Sie hier? Hey, das ist Kleider. Ja, natürlich, wenn Sie ins Büro nicht hier, was kommen Sie mit. Meine Güte, kommen Sie hier rein jetzt. Sehr gut. Nein, ja. Falsche Seite, ich gehe dahin. Los, die andere Seite. Verdammt, Mann, was ist das wieder für ein... Hör mal so, komm mal jetzt hin, dann bleibt es. Ich rede mit dir. Verdammt. Sag mal, ich hab mich gerade mit dem Präsidenten unterhalten. Und ich muss ehrlich sagen, so wie jetzt läuft, geht nicht mehr weiter. Diese hier präsenzhaft Politik, Senat und Abgeordnete, Abbeschaffung. Machen wir weg. Ab sofort ist Los Santos das Königreich von Tuan. Wir als Polizisten. Tuan, hör auf. Hör mal so, ey, bin ich fertig mit denen oder was? Tuan, das kannst du vergessen. Hör mir zu, doch bis zum Ende. Ab Nein, sofort, ihr seid meine Untergang, Untertanen und ihr werdet dann, ich werde euch Gesetze rüberbringen und ihr dürft ihr dann voll slicken. Nein, raus okay. jetzt, komm. Es gibt eine Option Quatsch. Nummer zwei. Ich werde die Polizei abschaffen. Nein, hör auf mit dem Quatsch jetzt, los hier. Hol deine Einheiten. Nein, hol ich nicht. Hol deine Einheiten. Du bleibst draußen. Du weißt, dass es keinen Sinn hat hier. Verdammt nochmal, soll ich euch alle abfucken? Ach, verdammter Mist, was ist denn los mit dir? Deine Einheiten mit einmal zum BD, check, warum? Beim Tourangriff Bedienen brennt. Alles klar, alle Einheiten sofort rüber! Ah, wurde doch mal Zeit. Ah, guck zu, was ich mache. Ihr wollt nicht hören? Kein Problem. Hallo, ich bin's, Tuan! Oh, Leute, guck mal, da sind ein paar Einheiten und die denken, die können mir irgendwas. Ja!
Let's go! Das war ein bisschen zu viel, Leute. Aber egal, wir machen unsere Minigun! Oh, was ist denn hier los? Oh, da oben ein Helikopter. Da mehr Helikopter. Au. Aua! Hör dich auf, die Missuren. Oh. Ich werde so lange weitermachen, bis sie sich ergeben. Oder bis alle Coups weg sind. Oh, Leute, hä? Ihr habt jetzt noch die Songs. Ergebt euch und den unter mir. Und dann dürft ihr machen, was ihr wollt, unter mein Gesetz. Oh, Leute, wirklich, also hier wirklich... Oh, sag mal. Es sei du an. So, machen wir die ganz kurz weg. Und warte mal, ist das der? Leute? Nee, das war der. Oh, jetzt geht der mir hier auf die Nerven. Warte, Helikopter. Mehr Helikopter. Ja! So, machen wir das weg. Machen wir das weg. Wo ist denn der? Steig aus. Oh, Leute, der will nicht aussteigen, ne? Dann starten wir den mit unserem Auto, ganz einfach. So, ja, wie ist denn gut sein? Dieser verdammte Chief of Police denkt, er wirklich hat hier irgendwas zu sagen, oder was? Ja! Oh, Leute! Geh aus dem Weg! Wo ist denn dieser komische Typ, Leute, wieder hin, ne? Der ist abgehauen, oder was? Na, kannst du halt den PD nicht mal beschützen? Na! Ah! Verdammt nochmal. Kommt her! Ah! Wo ist denn der Typ jetzt hin, meine Freunde? Na Leute, ich hab's den ganz kurz orten lassen. Oh, der ist da hinten, ne? Du weißt ja nicht, weiß, ich hab Fliege, du los! Ja! So, wir gehen jetzt hin und fragen ihn, ob der jetzt mit mir immer noch Ärger haben will oder ob der jetzt aufgibt. Na, der müsste irgendwo hier sein. Da hinten ist er doch, meine Freunde. Oh, oh mein Gott, okay, kannst du in so kleinen Sacken zu fliegen? Ah. Leifen wieder aktivieren. Oh. Ja, los hier! Ja, der hat einfach ganz über die wieder attackiert, Mann. Ja, irgendwas von Königreich gefaselt. Wir bräuchten mehr Armeeeinheiten, vielleicht ein paar Panzer. Der muss endlich mal versteckt werden, das reicht jetzt endlich. Ja, lass den eliminieren. Ja, bitte. Hinter ihnen, Chief! Ey, warte mal ganz kurz hier, irgendwer nervt mich hier. Verdammte Touren! Ja. Alte Sau. Was sagst du? Option 1, ergibst dich. Option 2, du fällst hier. Ich finde einen neuen Chief. Ich ergib mich, Mann. Alles klar. Ich bring später, ich schick die Einheiten zurück. Ach, verdammt. Alle Einheiten bitte zurück. Wir sind auf der falschen Fährte. Nein, nein, nein. Sag, ihr seid ab sofort das PD von Tuan im Königreich. Alle Einheiten zurückziehen. Wir dürfen unseren König nicht angreifen. Königreich Tuan regiert das PD. Ah, warum nicht gleich so? Okay. Ich hab mitbekommen, das Militär. Ich geh kurz zum Militär lieber. Obwohl, Leute, vorher muss ich noch zum FIB. Wir müssen mit denen uns auch unterhalten. Ich hoffe, dass bei denen das ein bisschen einfacher geht, ne? Die werden das hoffentlich verstehen, dass ich ein bisschen gefährlicher bin als die. Oh, guck mal, die machen so nichts mehr. Leute, ich würde sagen, wir fliegen direkt in den Tower Line jetzt hier, ne? Da ist auch hinten, na, müsste der Tower sein. Oh, aber wisst ihr was? Nein, wir machen das wie zivilisierte Bürger. Leute, vor Ort allein gehen. Ja! So, okay. Oh, da ist eine Wache. Eine Wacke. So. Ah. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Weg mit dir. Oh mein Gott. So, ich muss einmal zur FAB hoch. Ja, gehen Sie. Oh, sehr gut, Leute. Ihr lasst mich einfach so durch. Ja! So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in den Aufzug klein, meine Freunde. Und dann, wir werden oben uns unterhalten mit FIB, dass das jetzt ab sofort nicht mehr Los Santos ist, sondern Tuans Königreich. Ah, Leute, ich hoffe, dass mit FIB wird ein bisschen zilliger. Ah, so, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Der hat mich so angeguckt. Ja, die Lektor! Warum machen Sie das so, hä? Wir müssen uns unterhalten. Ja, ich habe mitbekommen von Bedi. Ja, die haben sich ergeben. Schönen guten Tag, ja. Helen. So, mitkommen. Ja, was? So. So, Herr Direktor vom FIB. Aus gegebenem Anlass und Überheblichkeit vom Präsidenten und dass der nichts zu hinbekommen. Ey, du gehst gegenüber von mir. Verdammt. So, da bleiben du stehen. Weil ich bin weiter am Tisch rum als du. So, genau. Weil er inkompetent war, habe ich mich dazu entschieden, Los Santos zu verändern. Diese komische Senatpolitik, die machen doch alles nur, um ihre eigene Tassen zu füllen. Aber ich bin ein Mann vom Volk. Ich bin Tuan. Deswegen habe ich mich selbst geopfert, um der neue Herrscher von nicht Los Santos, sondern von Tuans Königreich zu werden. Das PD steht mir unter. Dem FIB würde ich gerne auch eine Option geben, ja? Ihr könnt unter dem Königreich von Tuan arbeiten. Euer Gehalt wird verdoppelt. Ihr kriegt mehr Macht. Und ihr werdet euch nur um Verleger des Landes kümmern. Ihr könnt das gerne annehmen. Option 2 ist, ich werde den ganzen Tower splängen. Und werde ein eigenes FIB gründen. Ein TIB, Tuans Internal. Ja, aber Tuan, wie stellen Sie das vor? Denken Sie wirklich, das Volk
wir denen zuhören? Ja. Denken Sie wirklich, Sie als einzelne Person können jeden Menschen aufhalten, der hier gerade rumläuft? Dafür hab ich doch euch. Ihr seid meine ausführenden Händen. Ach, verdammt, Mann. Also, wir können nichts ändern, aber das hört sich sehr dumm an. Aber was hast du gesagt? Alles gut, mach. Gut, an FIB ab sofort arbeiten. Ich würde gerne die Position geben. Pass auf das PD auf, dass die ihre Arbeit ordentlich machen, ja? Ich werde bald ein Gesetzesbuch rausbringen, daran wird sie gehalten. Ja. Oh, sehr gut. Verdammt, Mann. Oh, ich muss zum Militär. Tschüss! Ja! Leute, FIB hat wirklich geklappt. Die können ja miteinander reden. So, wir gehen kurz zum Militär und dann das Volk wird uns wählen. Beziehungsweise, nichts mit wählen. Ich werde der König so oder so. Ah, Leute, was ein Leben. Ich sag euch, ab zum Militär. Boah, Leute, wir sagen, komm beim Militär. Mal. Aus dem Weg! Ja! Macht immer wieder Spaß. Oh, Leute, oh, hier müsste der Admiral sein. So, wir fahren mal ganz kurz rüber. Ja! Guten Tag, Twin. Herr Admiral, wir müssen uns unterhalten. Lassen Sie reingehen. Aus dem Weg. Was wollen Sie tun hier? Komm her. Wir haben schon einen Befehl bekommen von der FIB. Oh, sehr gut. Oh, die machen ihre Arbeit sehr gut. Herr Admiral. Ich weiß für Sie. Es muss ich machen. Es tut mir leid, liebe Touren, aber das ist eine Gefährdung, Code Red. Auf Wiedersehen. Tschüss. Da! Bam! Oh, Leute, der will sich mit mir anlegen. Oh, Leute, muss ich jetzt wirklich mit durchkämpfen oder was? Oh. Was ist denn mit dir? Alarm! Ja! Alarm! Ja! Hier. Na Leute, komm, wir werden noch ein bisschen Spaß mit denen haben. Let's go! Oh, das war ja mein Auto. Aber super, zum Glück ist Tunis zusammen. Oh, ein Panzerl! Ein Panzerl! Oh, komm her! Komm her! Ja! Du willst kämpfen? Was? Oh, ja, das dauert mir zu lange. Tongordo, Luftschlag! Ja, Leute, ich denke, die können meine militärische Funktion übernehmen. Ich habe einen Luftschlag. Ja, war kaputt, weiter. Ah, oh, Leute, ist das schön. Guck mal, Leute, hä? Die haben alle keine Songs. Die haben alle nur keine Songs. Ja. Swan, wir ergeben uns. Das Militär steht unter ihnen. Wir ergeben uns. Oh, warum nicht gleich so? Ah, Leute, sehr gut. Oh, warte mal, wisst ihr was? Was blockt jeder König von Los Santos? Genau, jemand, der da ist, wenn jemand selber nicht da ist. Max wird sowieso zweiter König sein. Aber wir haben noch einen Spot zu vergeben. Warte, ich luft ihn an. Ah, Leute, klingelt. Hallo! Hallo! Lustig! Ja, es geht. Wo bist du? In der Stadt, Bro, du? Komm zum Observatorium. Warum? Komm da hin jetzt. Ah, Lustig. Cool. Ja, bis gleich. Bis gleich. Okay, meine Freunde, wir haben gesagt, zum Observatorium kommen. Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Volk da ist. Beziehungsweise viele Leute. Und dann werden wir verkünden. Ja! Let's go! Oh, Leute, das Volk hat sich zum Teil versammelt. Sehr gut. Wo ist denn hier der Lustig? Oh, da ist er doch. Oh, Entschuldigung! Aus dem Weg! Lustig! Ja? Komm mit! Was ist hier los, Mann? Die haben irgendwie gesagt, irgendwie gibt's gratis $1,000, wenn die hier stehen. Ja, warte. So. Liebe Bürger von Los Santos, mein Name ist Juan. Der eine oder andere kennt mich vielleicht als leichter Mann, als mächtigster. Hey, sag mal, okay, warte ganz kurz. Oder man kennt mich als Mafia-Boss. In letzter Zeit hat der Präsident meiner Meinung nach keine gute Arbeit geleistet. Ich will meine $1,000 hier vorne. Ja, die $1,000, gut, dass du die ansprichst. Wollt ihr die haben? Genau, meine Freunde. Und deswegen habe ich mir selbst zur Aufgabe genommen, den Staat umzuändern in Los Santos Twans Königreich. Und ich bin euer neuer König. Und als König schenke ich jedem Bürger auf dieser Insel erstmal $1,000, der bei mir leben bleibt. Ja, ich will tun. Sehr gut, meine Freunde. Ihr müsst mich nicht gewinnen, weil ich bin schon. Das PD, das FIB und das Militär steht nun unter mir. Und ich werde Los Santos Twans Königreich zum stärksten Markt der ganzen Welt machen. Und sobald wir alles eingenommen haben, gibt's für jeden $10,000 pro Monat. Twan, weißt du, wie viel Geld das ist? Ja, ich weiß, ich hab ausgerechnet. Ich kann mindestens 55 Jahre lang aus meiner eigenen Tasse finanzieren. Okay. Warte kurz. Und ich möchte euch den neuen Plinzen von Twans Königreich vorstellen. Plinz Lustig! Hi, hallo. Jeder hat sich zu verbeugen. Lustig kann überall bei euch kostenlos essen, trinken, schlafen. Und
Ihr Flauen, er ist ein guter Fang. Das war Torns Königleis. Leute, herzlich willkommen in meinem Königleis. Ab sofort läuft die Stadt perfekt. Ja, danke, Mann. Kein Problem, du musst blind sein. Wenn irgendwas ist, du musst helfen. Okay. Was jetzt? Nix, heb daneben, du bist blind. Also. Mag, was immer du machen wolltest. Das war's, ich hab die Stadt kurz übernommen, das ist es. Ich bin wieder weg. Okay, ciao. Tschüss. So, Leute, also jetzt fahren wir zu unserem letzten Long, auch eins von meinen Mafia-Zentralen. Und wir werden jetzt hier ganz normal hier parken, meine Freunde. So, wir parken hier kurz rein. Oh, mal gucken, ob hier alles sauber ist, hä? Okay, die haben hier nichts leckig gemacht, immerhin. Also ich werde die dafür jetzt nicht bestrafen mit dem Leben. Oh, so. Oh! Sensei! Was ist mit deinem... Was hast du da an deinem Kopf? Geld. Warum? Er hat mir die Ballas geschenkt. Als ich dort war, die haben mir das in den Kopf gesteckt, gesagt, Kleiner, geh weiter. Ja, da ist viel passiert. Haben sie gesehen, die Gangs? Was? Die haben goldene Autos. Luxus, Luxus, Luxus. Warte. Lass mich erstmal kurz hinsetzen hier. So. Erzähle mir mehr, was gibt es Neues? Ja, ich war dort und die haben goldene Autos und dann haben die mir Geld gegeben, gesagt, geh weg, alles gut. Ich so, ja, woher haben die so weg. Viel Geld? Ich weiß nicht, ich habe versucht rauszufinden, aber die Geschäfte wollen es nicht. Die machen andere Geschäfte, nicht unsere Geschäfte, die drücken nichts ab, die haben andere Business aufgemacht. Warte mal, du sagst, Bolas und alle anderen sind leist geworden? Aber Kranker, ja, los, nimm sie goldene Bikes, Gold. Gold, das ist sehr teuer, das können die sich gar nicht leisten, selbst wenn ich einen Monat weg gewesen wäre und die hätten alle meine Geschäfte genommen, könnten die jetzt nicht so schnell alles machen. Ja, die machen Business mit anderen. Du glauben also, ein anderer Big Player ist hier in der Stadt, der mir Konkurrenz machen will? Ja. Gott, weiß ich Bescheid, ich geh mal. Nachforschungen machen. Okay. So, und du machst hier sauber. Ich mach ihn sauber. Sehr gut. Okay, meine Freunde. Oh, irgendwie alle leis geworden, ja? Wir müssen gucken, was da los ist. Oh ne, warte, hier müssen wir raus. Oh, ich verlaufe mich immer wieder hier. Boilers haben goldene Autos. Ja, mal gucken, wir müssen uns mal dick unterhalten. Ein anderer Big Player schon wieder, Leute? Zecken die Leute nicht, dass man hier in der Stadt nichts machen kann, außer man ist Tuan oder befreundet mit mir? Weil die vergessen alle Regel Nummer 1. Niemals! Mit Tuan anlegen! Los, Leute, wir fallen lieber zu Bolas. So, wir müssen mal ganz kurz gucken, was hier abgeht. Oh, wirklich goldene Autos. Oh, auch ein paar Ulusse. Salam! Ja, was willst du hier? Ah, läuft Boykrieg! Ja, bei uns läuft, man. Wir brauchen dein Business nicht mehr. Ja, ist doch gut. Freut mich für euch, dass ihr erwachsen geworden seid. Nur. Ja. Wie soll ich sagen, als jemand, der hier sehr Einfluss hat in der Stadt und sich auch um die Bürger kümmert. Wir werden wegziehen, alles gut. Nein, hör mir's. Komm mal her. Hör mir zu, Tuan, deine Zeit ist abgelaufen, ja? Nein, guck mal, das ist jetzt das 8. Mal, wo meine Zeit laut dir abgelaufen ist. Und was ist in den 8. Mal passiert? Ja, du hast meine alle... Meine Zeit ging weiter! Ja, du greifst wieder alle an, explodiert alles, aber das wird nicht funktionieren diesmal. Guck mal, weißt du was? Lass uns mal was Neues abprobieren. Ich komme jetzt nicht hin. Ich mag niemanden kaputt. Aber mich würde natürlich als Geschäftsmann auch sehr interessieren, wie die anderen hier Geschäft machen. Vielleicht kann ich gerade mit investieren. Geht nicht. Wir haben andere Geschäftspartner. Ja? Wer ist denn hier so groß in der Stadt? Nicht hier. Deswegen sage ich ja, du wirst gar keine Möglichkeit haben, an ihn ranzukommen. Er kommt nicht von hier. Der Mann, der hier gerade die Geschäfte leitet, der langsam Los Santos übernimmt, ist nicht mal in Los Santos. Er macht es aus seiner eigenen Stadt. Ah, und die macht das keine Sorgen, dass irgendein Fremder hier hinkommen und unsere Stadt übernehmen will. Ich weiß nicht, ob er übernehmen will, aber seitdem ich hier ist, läuft bei uns besser als jeweils mit dir. Ja, weißt du warum? Warum? Ihr hattet immer sehr viel Gier. Und die habe ich unter Kontrolle gehalten. Dieser Mann füttert eure Gier. Kannst du bald den eigenen Leuten nicht mehr vertrauen, ne? Weil die denken, wenn du weg bist, die kriegen mehr Geld von ihm. Er hat keine Moral! Ich hab keine Moral. Ist das egal, was ist? Wir müssen leider unsere Kooperation beenden. Wir werden leider weggehen. Das Problem ist, wir haben damals einen Vertrag unterschrieben. Wir haben noch nie was unterschrieben. Doch, du hast mir dein Wort gegeben. Dein Wort ist mehr wert, als jeder unterschreibt! Ich hab dir ein Wort gegeben, dass wir für unsere aktuellen Handel, Logistik, Export, Import von Marjuanja
ja, dir Prozent abgeben von unseren Einnahmen. Nein. Aber diese Einnahmen haben nichts damit zu tun. Aber ohne die Einnahmen hättet ihr niemals euren Namen Bolas bekommen und niemals diesen Deal. Ich will weiterhin meine 15% haben. Du kriegst die 15% von dem wie damals. Das nein, neue kriegst nein, du nicht. Ohne diese Deal hättet jetzt nicht euren hier goldenen Deal. Der Mann wusste, dass Sven, du kommst. Sven, nicht sauber, um sauer zu werden. Tuan, er hat gesagt, du wirst kommen und ich soll dir Nein sagen. Da musst du mit ihm reden, ja? Warum machst du immer alles so kompliziert? Warum muss immer alles so kompliziert sein? Verdammt mal, mein Urus-Limousine. Du, Text wollen nicht hier. Geh zu... Nein, nicht mein BMW. Verdammt, nein. Hör auf, nicht den Urus. Nein. Ja! Oh mein Gott, was machst du? Verdammten Bolas! Hilfe, ihr zeigt es nicht! Mein Auto ist kaputt hinten! Verdammt, knallt ihn ab, Mann! Oh, was ist das? Komm her! Ihr verdammten Bolas! Ihr zeigt nicht, dass man hier in Flur und Leder kommen will! Und ihr macht alles kaputt wegen eurer Gier! Nackmacht! Mehlmacht! Ihr seid dafür nicht gemacht! Leute, immer muss man hier die Bolas einmal zecken, dass die hier wirklich mal auch zecken, dass die nicht hier was zu sagen haben. Dann wäre die Stadt so lange kaputt. Aber Leute, wir kennen eine Gruppierung, die sind slower. Und das sind die Lost MCs. Mit denen hatte ich eigentlich mal ein gutes Verhältnis. Wir müssen mal mit denen uns unterhalten. Vielleicht erzählen die uns, wer dieser andere Mann aus einem fremden Land ist, der hier investieren, um Mick zu stürzen. Er hat wohl immer wieder vergessen, dass Regel Nummer 1 ist, niemals mit Tuan anlegen. Und die ist die Grunde runter. Wenn du leben willst, leg dich nicht mit Tuan an. Ganz einfach. Bolas haben sie angelegt, guck, was passiert ist. Wir fahren zu Lust MC. Okay, meine Freunde, wir sind hier auf dem Weg zu Lust MC. Wir werden uns mit ihnen ein bisschen unterhalten, Leute, weil ich sehe das nicht ein hier, ne? Lust MC, eigentlich gute Jungs. Und wir werden, oh, hier sind noch so ein paar aufgestellt. Ah, Fredelik! Ja, Tuan, was geht ab, Mann? Oh, ich sehe, Bolk laufen auch gut, hä? Goldene. Supers! Ja, gute Geschäfte. Oh, ich habe gehört, es gibt, ja, wie soll ich das sagen? Einen neuen Investor in der Stadt, der in, sagen wir mal, Unternehmen investiert, in die man eigentlich nicht gleich investiert. Ja, du triffst es ganz gut, aber. Er hat mir gesagt, du wirst kommen. Ja, ist doch wohl klar, oder? Was würdest du sagen, wenn er von einem anderen Biker-Club hier hinkommen würde und sich überall einnisten würde? Ja, logisch, aber... Ich würde das auch interessieren und ich denk mal... Du, komm mal ein bisschen mit, ja. Oh, Frederik, ich denk mal nach unserer letzten Zeit gute Zusammenarbeit. Ja, wir haben eine gute Zusammenarbeit, nur mir sollte es am besten erklären. Als ich den Jungs erzählen musste, dass der Deal kam, warst du dann egal. Ja. Ist bei euch nichts, sagen wir wichtig, Loyalität? Ja, aber du gehörst ja nicht zu uns. Ich gehöre nicht zu euch, aber sag mir einen, der so viel Gutes getan hat für euch wie ich. Welcher deiner Jungs hat dir das Geld auf die gebracht, hä? Du kannst in Lohestand gehen, dank Mehl. Und nun schmeckst du ein bisschen mehr Geld und die Gier übernimmt dich. Ja, das Ding ist, es war eine kollektive Entscheidung. Ich kann auch nichts dafür, Mann. Mir ist eigentlich egal. Du bist der Präsident. Deine Leute sind nichts. Das sind Finger. Du! Sorg dafür, dass die Finger zu einer Faust werden und stark! Ich muss dafür sorgen, dass alle glücklich sind und das habe ich getan. Alle sind jetzt mehr als glücklich. Einmal so, ich habe auch einen fünfjährigen Sohn, ne? Zungsei ist sein Name. Wenn ich alles tun würde, damit der glücklich ist, dann wäre die Stadt so lange kaputt. Du musst nicht machen, was dich glücklich macht, sondern du musst das machen, was das Beste für dich ist. Und diese Geld tut nicht gut. Wir wissen beide, Geld ist wie Gift, wenn dich übermannt. Also. Ich bin ein, man nenn mich einfach Dr. Tuan. Sag mir einfach, aus flirtschaftlichen Aspekten, wer ist dieser Mann? Wo finde ich ihn? Ich will mich mit ihm unterhalten. Vielleicht investiere ich mit. Vielleicht ist er der gute Absichten und ich mag noch mehr Geld. Oder er ist böse, dann mach den lieber weg. Ich mag den lieber weg. Ja, wie soll ich das am besten sagen, ne? Also, ich kann's nicht. Er hat gesagt, wenn du kommst, soll ich einfach sagen, ich habe keine Ahnung, ihr Kopf hat eher nicht, ne? Ich mag das so nicht. Ich mag das so nicht, Frederik! Verdammt. Wir sollten reingehen, um uns unterhalten. Ja, wir sollten echt reingehen. Das wird hier zu bunt. Frederik, du enttäuschst mich ein wenig. Ich hab mehr von dir gedacht. Ich mach nur das, was mir gesagt wurde. Was dir gesagt wurde? Bist du nicht der Präsident von eurem Zepter? Hm? Hab ich den nicht zu dem gemacht? Was hab ich mit dem Alten gemacht, damit du eigentlich nach vorne kommen konntest? Ja,
glaube, der Neue ist noch viel gefährlicher als du. Oh, Leute, ich glaube, der weiß nicht mehr, wer ich bin. Frederik, nimm's wie ein Mann. Ja! Frederik, nimm's wie ein Mann! Gefährlicher als ich, sagst du! Ja, ich sag dir, wer es ist, komm. Los, lass es einfach. Hör auf jetzt, es reicht. Frederik, du hast genug Schaden angetan. Ich hab erst noch gar nicht angefangen. Ja, ist okay, Mann. Der Typ ist nicht hier. Wo ist der? Wo finde ich ihn? Verdammt, Mann, in Dubai. Ah, ich war stille. Okay, Frederik. Was? Ging doch, okay? Jetzt, ich werde dir neue Männer besorgen. Mach dir keine Sorgen. Ja. Und das nächste Mal, Frederik. Ja. Die Hand, die einem geleist wird, die beißt man nicht. Ansonsten kann sie dich erwürgen. Ja. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Tschüss. Okay, Leute, also in Dubai, ja? Gut, wir müssen zu unserem Privatset. Dort werden wir lieber fliegen und dann uns mal mit diesem Mann unterhalten. Er wird wahrscheinlich wissen, dass ich kommen werde. Ich bin mal gespannt, ob man mit ihm leben kann oder ob er zeigt, dass das der falsche Weg ist, um Tuans Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil das wird nicht gesund für den Enderman sein muss. Leute, wir fallen über. Wir fliegen jetzt nach Dubai. Tuan goes Dubai! Ja! Okay, Leute, wir sind angekommen. Aus dem Weg! Verdammt, diese Security immer, Leute. Okay, mein Privatset ist schon ausgepackt, meine Freunde. Das habe ich mitbekommen. Und wir werden mit voller Power in Dubai ankommen, Leute, ja. Ich weiß, Dubai ist das sicherste Land der Welt, aber... Nix und niemand ist sicher vor Tuan. Das mal ganz feststellen. So, ich habe extra gesagt, ich brauche heute keine einzige Pilotin. Ich werde selber fliegen. Okay, Leute, anzuhalten. Let's go. Wir werden nun den Mann kennenlernen, der sich wagt, mit Tuan anzulegen. Mal gucken, ob der Typ wirklich denkt, dass er eine Songs hat, Okay, Leute. So, wir drehen hier einmal. So klein, Leute. Ab nach Dubai. Tuan, komm! Ja! So, meine Freunde, welcome to Dubai, würde ich mal sagen. Da vorne ist es, Leute. Und der soll irgendwo hier am Anfang schon sein. Deswegen, wir werden schon mal unsere Leifen rausholen. So, und wir fliegen langsam hier rüber. So, wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Leute, Dubai ist ein Komik sieht hier aus. Oh, die sind noch nicht fertig mit Bauen. Die müssen noch einiges hier bauen. Okay, so. Bisschen hier rüber. Oh, da vorne ist der, glaube ich, schon. Wir sind gut gelandet. Bin mal gespannt, wer der Typ ist, der sich mit Tuan anlegen will. Hey, du! Endlich finde ich dich, hä? Tuan. Da bist du endlich, ja? Ich hab auf dich gewartet die ganze Zeit. Deine ganzen Boilers, los dem Sis. Was geht, mein Kleiner? Wo-Zang? Wo-Zang hier, ja, Tuan. Ich bin neben dir gekommen. Ich bin hier, um das Schatten zu holen. Was machst du hier? Ja, ich lebe hier, aber Dubai ist zu warm. Zu warm. Warte mal, bist du derjenige, der sich in meine Stadt einkaufen will? Ja. Wo-Zang. Ja, Tuan. Ich weiß, du bist mein Großcousin, aber du legst dich mit meinem Geschäft an. Und du weißt, wie ich bin. Ich investiere in deine Geschäfte. Deine Leute haben nicht so viel verdient. Ich habe ein bisschen mehr Geld als du. Warum verdienen die nicht so viel? Das sind alle gierige Idioten. Die wissen nicht, wie man umgehen muss. Du machst die Stadt kaputt. Du musst doch wissen, dass dein Großcousin die Stadt übernehmen wird. Ja. Yeah. Dubai ist mir zu warm. Hier, Los Santos ist besser. Ich warte auf meine Papiere. Ich fliege rüber. Wir müssen dort leben, ja? Ich mache den Termin. Ich schicke dir Telefon. Wir treffen uns da. Ich bin in Los Santos. Hier ist zu warm. Sei froh, dass du mein Großcousin bist. Sonst würde ich gerne dieser Stelle jetzt schon kaputt machen. Gott, wir treffen uns lieben. Du bist nicht der Einzige mit Schlag der Sonne, ne? Leute, das ist mein Großcousin aus einer abgestandenen Familie, die nicht so erfolgreich ist wie wir. Aber, Leute, aber egal, er will sich mit mir anlegen. Gar kein Problem, wir sind jetzt los, Leute, wir fliegen wieder zurück zu Los Santos und dann zu seinem Termin da, wo er kommen will. Und dort werden wir ihn, glaube ich, kaputt machen müssen. Oder er wird zecken, dass man sich niemals mit mir anlegen sollte. Let's go! Leute, er will sich hier am Labyrinth treffen. Okay, kein Problem, Leute. Das wird sein Leben sein, ein ewiges Labyrinth, wenn ich mit ihm fertig bin. Ich werde ihn glühend im Bauch schlagen! Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen andere Endlins. So!
Laus aus dem Flugzeug! So, wir fliegen hier runter. Dort hinten müsste das sein. Wir werden schön landen und dann mal gucken, ob er sich noch klaut, mit mir anzulegen. Falls ihm aufgezogen... Leute, wartet mal. Das Flugzeug geht kaputt. Verdammt, ich muss ein Privatjet kaufen! Oh, Wutzeng, das müssen wir bezahlen. Oh, da ist er noch. Ja! Wutzeng! Da bist du ja endlich. Schöne Stadt. Ja, gefallen, Klima gut. Viel besser als in Dubai. Ich gebe dir ein letztes Angebot. Ja, bitte, was ist denn los? Wenn du willst, ich mach die Papiere fertig. Zieh nach Deutschland, nach England, Italien, Spanien. Aber die Stadt gehört mir und ich akzeptiere dich nicht hier. Und wenn du hier bleiben willst, dann kannst du noch so viele Security anheuern. Ich werde die kaputt machen. Tuan. Schau mir zu, ich will hier wohnen, ich werde hier wohnen. Ist mir egal, was du sagen, ja? Auf Wiedersehen, ich hole mir meine Papiere. Deine Leute. Leute, kümmert euch um ihn. Ja? Der Mordai kommt mit, kommt! Kommt her! Ja, Leute, die haben Angst, die haben Angst. Verdammt nochmal! Verzieht euch alle! Oh, das ging schneller als erwartet hier mit denen. Aber Leute, wir dürfen nicht zu lange hier warten. Wir müssen lieber zu den Papieren gehen. Wir müssen Wutzeng aus der Stadt rauskriegen. Wir müssen meine eigene Familie kaputt machen. Let's go. Leute, hier muss er sich anmelden. Dort ist er doch. Ah, der ist sich umgezogen. Wutzeng! Deine Zeit nur, ich hol die Papiere jetzt! Es ist geschlossen, es ist ich hab schon den Präsident angelaufen. Es ist vorbei für dich. Wenn ich hier neu laufe, es ist vorbei für dich. Wutzeng! Es ist abgeschlossen, ich hab Präsident angelaufen! Wutzeng! Du hast den Schlag der 1000 Sonne, aber ich hab den Schlag der untergehenden Sonne. Hiermit verbanne ich dich von unserer Familie wegen Hochverrat! Schlag der 1000 untergehenden Sonne! Leute, und damit ist auch er besiegt worden. Niemand übernimmt die Stadt von Tuan! Und Leute, das war's gewesen mit dem Video. Ich übernehme, Leute, jetzt einfach mal Dubai übernehmen aus Spaß. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, die Glocke aktivieren. Und ich will 5000 Likes sehen, wenn ihr wieder Tuan sehen wollt, Leute.